Zu Füßen der Feste Saarburg findet sich ein alter Handwerksbetrieb, die seit 1770 ansässige Glockengießerei Mabilon. Zur Firma gehören links das Gebäude mit Büro und Verkaufsraum, rechts die Gießhalle und hinten die Schmiede. Die Firma Mabilon gießt nicht nur Glocken, sie fertigt auch Glockenstühle und Turmjalousien oder setzt alte Glockenanlagen instand. Hier in der Schmiede werden unter anderem Glockenaufhängungen bearbeitet. Die Klöppel bezieht man von einer Hammerschmiede in Süddeutschland. In der Gießhalle haben die Former in rund dreimonatiger Arbeit Glockenformen für ein fünfstimmiges Geläute gefertigt, das die katholische Pfarrei St. Joseph in Merzig in Auftrag gegeben hat. Die Formen sollen nun zum Guss vorbereitet werden. Die Glockenform im aufgeschnittenen Modell. Sie besteht aus folgenden Teilen. Erstens der Kern. Er entspricht der Hohle, dem Inneren der späteren Glocke. Zweitens die falsche Glocke. Sie ist das Gussmodell, das nach Form, Größe und Wandstärke der zu gießenden Glocke gleicht. Kern und falsche Glocke sind durch eine Graphitschicht getrennt. Drittens der Mantel. Ihn trennt eine Fettschicht von der falschen Glocke. Viertens die Krone mit dem Eingussloch und der Windpfeife. Vor dem Guss wird die falsche Glocke entfernt. Beim Gießen fließt das Metall von oben durch die Krone in den Hohlraum zwischen Kern und Mantel und bildet die Glocke. Auf der Mantelinnenseite befindet sich der Negativabdruck der Glockeninschrift. Auseinandernehmen der Glockenform. Die entscheidende Arbeitswoche hat begonnen. Die Former Hans Hein, Josef Merz und Josef Wallrich müssen die Glockenform für den Guss vorbereiten. Die Krone ist bereits abgesetzt. Der Kran zieht nun den Glockenmantel hoch. Dabei wird die Funktion der Fettschicht deutlich. Der Mantel lässt sich leicht von der falschen Glocke abheben. Der Mantel trägt die Kreideziffer 4 und eine Kreideraute. Die Ziffern auf den Formen bestimmen die Reihenfolge beim Gießen. Das heißt, diese Glockenform wird als vierte gegossen. Die Raute kennzeichnet die Vorderseite der Glocke mit der Inschrift. Die Kronen stehen separat. Die falsche Glocke hat nun ausgedient. Hans Hein schlägt die Lehmform ab. Durch die Graphitschicht, die auf den Kern aufgetragen ist, lässt sie sich leicht lösen. Der Lehm kann nicht wiederverwendet werden. Parallel säubern die Former von Hand und mit der Druckluftpistole den Mantel und den Kern von allem Staub. Das Kerninnere verschließt der Former mit eisernen Trennplatten.
Darauf kommen mehrere Schichten Erde, dann Sand. In diese Kernfüllung passt Josef Wallrich den Klöppelhalterring ein, der oben in das Glockeninnere eingegossen werden wird. Die Klöppelaufhängung muss so exakt justiert sein, dass der Glockenklöppel genau auf den Schlagring der fertigen Glocke trifft, um einen optimalen Ton zu erzeugen. Josef Merz bestreicht die Innenseite des Mantels mit Graphit. Dabei pinselt er besonders sorgfältig die Buchstabenabdrücke der Inschrift ein. Auch der Glockenkern erhält einen solchen Graphitauftrag. Er soll ein Festbrennen des Gussmetalls verhindern. Der erste Arbeitstag der Gusswoche endet mit dem Ausflemmen der Mäntel und dem Befeuern der Kerne aller Glockenformen des Merziger Geläutes. Die Graphitschichten sollen rasch trocknen, auch sollen die Formen nicht eiskalt in die Gießgrube eingesetzt werden. Zusammensetzen und Eingraben der Formen. Vom fünfstimmigen Geläute sind die beiden größten Glocken stationär in der Grube gearbeitet worden. Okay, prima. Besser kann es nicht sein. Die Formen müssen den Standort der übrigen Formen in den Freiräumen genau einmessen. Große Formen versetzt man nicht gerne, um Schäden zu vermeiden. Die drei kleineren Glockenformen hingegen sind auf dem Boden der Gießhalle gefertigt worden. Sie werden in der Grube zusammengesetzt. Unter den Augen des Glockengießermeisters bringen Josef Merz und Hans Hein den Kern der A-Glocke, deren Herstellung wir im ersten Teil der Dokumentation verfolgt haben, in die Gießgrube ein. Der Kern muss genau in die Waagerechte gebracht werden. Dazu wird er mit Hölzern verkeilt. Den Mantel passen die Former entsprechend den Markierungslöchern, die sie vor dem Abheben angebracht haben, auf den Kern. Ja.
dich auf. Ab. Auch die Krone mit der Windpfeifenanlage müssen die Formen passgenau aufsetzen. Das Einguss-Loch sowie die Windpfeifen sind bereits verschlossen, damit kein Staub in den Hohlraum der Glockenform eindringen kann. Nun verschmieren Josef Wallrich und Czesław Sobolewski die Krone mit dem Mantel. Nachdem die Formen eingesetzt sind, wird die Gießgrube mit Mutterboden verfüllt, den die Formen einer Nebengrube entnehmen. Das Eingraben geschieht in jeweils 20 cm hohen Schichten. Die Anzahl der Erdschichten ist mit Kreidestrichen an der Grubenmauer notiert. Wie der Glockengießermeister Herr Mabilon betont, nehmen sie reinen Mutterboden, der durch die Gusshitze hart wie Beton wird, und auf diese Weise verhindert, dass der Gussdruck die Mäntel sprengt. Schicht für Schicht müssen die Former die Erde mit der Schippe glatt streichen, dann mit Elektrostampfern verdichten. Das Eingraben der Glocken dauert 3 Tage. Nach 2,5 Tagen ragen nur noch die Windpfeifenanlagen hervor. Anlegen der Gusskanäle. Vom Ofen aus wird die Grube über eine Gießbrücke erreicht, die am Spundloch der Metallkammer montiert ist. Auf der Grube bauen die Former ein Kanalsystem aus Backsteinen auf. Für die Anlage des Haupt- und der Seitenkanäle haben die Former vorher Kreidemarkierungen aufgezeichnet.
Der Glockengießer kann nie mehrere Glocken gleichzeitig gießen. Deshalb sind die Seitenkanäle mit Eisenplatten verschlossen, um eine Glockenform nach der anderen für das einlaufende Metall freigeben zu können. Der Kanal muss stabil gebaut sein, um dem Druck des Gussmetalls standzuhalten. Auch muss er eine ausreichende Höhe haben, um genügend Material einlaufen lassen zu können. Die gemauerten Backsteinrinnen werden noch mit Lehm ausgekleidet. Dann trägt der Former eine Graphitschicht auf. Sie soll auch hier ein Festbrennen des flüssigen Metalls verhindern. Beschicken des Ofens. Für den Guss des Merziger Geläutes sind insgesamt ca. 4.100 Kilogramm Gussmaterial erforderlich, die sogenannte Glockenspeise. Die Legierung schreiben die Limburger Richtlinien für die klangliche Beurteilung von Glocken vor. Danach müssen Zinnbronzeglocken ausschließlich aus echter Glockenbronze, 78% Kupfer und 22% Zinn gegossen werden. Sie darf nicht mehr als 2% Fremdbestandteile enthalten. Czesław Sobolewski wirft die nach der Glockengröße berechnete anteilige Menge an Bronzebarren in die Metallkammer. Den Gussofen der Saarburger Gießerei beschreibt Herr Mabilon. Wir verwenden heute noch zum Guss der Glocken einen sogenannten Flammofen. Dieser besteht aus zwei Teilen. Bei der linken Seite befindet sich die Brennkammer, bei der rechten Seite der Metallraum. Zum Guss verwenden wir Saarflammkohle. Der Ofen ist nur auf dieses Material gebaut, da die Saarflammkohle in der Flammenspitze die größte Hitze entwickelt. Zum Abschluss der nächtlichen Gussvorbereitungen füllen die Former vorbereitetes Brikettfeuer in das Kanalsystem, damit der Lehm und der Graphitauftrag bis zum Guss am folgenden Nachmittag trocknen. Der Guss. Es ist Freitagvormittag. 110 Tage nach Beginn der Formarbeiten. Die Qualmfahne des Schornsteins der Glockengießerei Mabilon zeigt an, dass der Gussofen befeuert ist. Der Ablauf des Gusstages ist zeitlich exakt vorgeplant. Nach jeweils 1,5 Stunden müssen die Männer den Rost der Feuerung freistoßen, dann Buchenholzscheiter auflegen und zentnerweise Kohle nachwerfen, bis innerhalb von 5 Stunden das Metall auf 1150 Grad Celsius erhitzt ist. Im Feuerungsraum des Ofens herrscht dann eine Temperatur von ca. 2000 Grad Celsius. Die Glockengießer kennen keinen eigenen Berufsheiligen. Die Saarburger Gießerei hält den heiligen Josef als Schutzpatron in Ehre. Am Kamin des Gießofens steht in einer Nische die Statue des heiligen Josef. Sobald ein Ofen, ob groß oder klein, angezündet wird, brennen zu seiner Ehre
zwei Kerzen. Da wir bei dem ganzen Gussverlauf wohl das Metall regulieren können, nur was im Innern der Form geschieht, entzieht sich auch heute noch jeglicher Einflussnahme. Hier brauchen wir die Mithilfe des heiligen Josef, damit der Guss gut verläuft. Nach dem vierten Satz Holz und Kohle ist es Zeit, das Reinzinn einzuwerfen, um die geforderte Kupfer-Zinnlegierung zu erreichen. Die Zugabe von Reinzinn braucht erst kurz vor dem Guss zu erfolgen, da seine Schmelztemperatur weitaus niedriger liegt als bei Kupfer. Wir haben jetzt 14:45, werfen jetzt einen Einsatz Kohle rein. Der geht bis 3:15, 3:30, 4:30. Dann kommen wir gut hin, dann brauchen wir wahrscheinlich nichts mehr nachzulegen. Okay. Okay. Jo, gut. Der Guss findet stets freitags statt. Dies hat einen ganz praktischen Grund. Ist der heiße Guss erst einmal in der Form, erstarrt er nur langsam. Jede Erschütterung von außen könnte die gesamte Arbeit zunichte machen. Am Wochenende ist mit den wenigsten Erschütterungen zu rechnen, da keine Maschinen im Betrieb sind. Kurz vor dem eigentlichen Guss wird nochmals das Metallbad überprüft und von hierin schwimmender Schlacke befreit. Anschließend werden dann an Palmsonntag geweihte Palmzweige eingeworfen, um auch das Metallbad dem Segen Gottes zu unterstellen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Lasst uns beten. Herr, allmächtiger Gott, du verleihst auch unbeseelten Dingen die Ehre, zu deinem Dienst bestimmt zu werden. Wir bitten dich, gieße aus deinen Segen über dieses Metall und gewähre, wenn es jetzt in feurigen Strömen dahin fließt, dass es von deiner leitenden Rechten und durch deine schützende Güte recht und geziemend geleitet werde zur Formung der Glocke. Denn durch diese sollen deine Gläubigen zum Lobe und Ruhme deines Namens in der Kirche versammelt werden. Bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Nun wollen wir noch gemeinsam ein stilles Gebet zum Gelingen des Grußes verrichten. Bitte die Tür hinten schließen. Am Glockenguss nimmt die Pfarrgemeinde unter Leitung des Pfarrers zahlreich teil. Langsam.
Nach dem Anstich des Ofens durch den Glockengießermeister fließt das Metall in den Hauptkanal, von dort leiten es die Former nach und nach durch die Seitenkanäle zu den 5 Glockenformen. Jeder Former hat seine Position und seine ihm zugewiesene Aufgabe. Schlacke abziehen, den Schieber entfernen, um die Glockenspeise in den Stichkanal einfließen zu lassen, die Stange aus dem Eingussloch herausziehen, damit die Glockenbronze die Form ausfüllen kann. Ausgraben der Glocken. 5 Tage später. Die A-Glocke des 5-stimmigen Merziger Geläutes wird aus der Grube gehoben. Über das Wochenende sind die Glocken in ihren Formen so weit erkaltet, dass montags die Former das Kanalsystem abräumen und damit beginnen konnten, eine Glocke nach der anderen auszugraben. Heute sind nun die letzten Glocken an der Reihe.
In nur wenigen Augenblicken schlägt Hans Hein den in langwieriger Arbeit geformten Mantel ab, um an die neu gegossene Glocke zu kommen. Diesen Moment nennt man die eigentliche Geburt der Glocke. Hier kommt die Glocke zum ersten Mal an das Licht des Tages, mit Spannung erwartet. Jetzt wird sich zeigen, ob sich die monatelange Arbeit gelohnt hat. Auch Mitglieder der Merziger Kirchengemeinde lassen sich das Ereignis der Glockengeburt nicht entgehen. Die Glocken sind jetzt noch nicht ganz abgekühlt. Sie sind noch handwarm. Hans Hein stößt den Kern aus dem Glockeninneren heraus. Auch die Unterlagen, auf denen das Sandbett für den Klöppelhalterring aufgebracht war, werden freigelegt. Der Halterring für den Klöppel ist oben im Glockeninneren eingegossen. Die Glocke ist ein Musikinstrument. Sie erklingt aber erst, wenn der Klöppel an ihrem Rand anschlägt. Ihre klangliche Reinheit prüfen zu lassen, legen die bereits zitierten Limburger Richtlinien fest. Ohne offizielle Abnahme dürfen die Glockengießer keine neuen Glocken an die Kirchengemeinden abgeben. Es dauert noch 3 Wochen, ehe die Glocken sich dieser Prüfung präsentieren können. Glockenprüfung. Ein Beauftragter der für die Pfarrgemeinde zuständigen Diözese bei evangelischen Gemeinden der Landeskirche prüft die Ton- und Klangqualität. Das Ergebnis trägt er in das Abnahmedokument ein. Der Glockensachverständige schlägt in festgelegter Reihenfolge mit einer handgefertigten, verstellbaren Stimmgabel die Glocke an, um nacheinander den Hauptton und die Teiltöne zu messen.
Der Sachverständige lässt das neue Geläute für die Filmdokumentation erklingen. Putzen und Scheuern der Glocken für die Glockenweihe. Nach der Prüfung können die Glocken die Gießerei zur Weihe und zur anschließenden Installation im Glockenturm verlassen. Zuvor müssen die Former sie durch Putzen und Scheuern auf Hochglanz bringen. Beim Guss setzt sich außen an der Glockenwand eine hauchfeine Zinnschicht ab, die den Glocken einen silberhellen Glanz verleiht. Die Männer säubern die Glocken mit Reiserbesen, Sand und Wasser, um den bestmöglichen Silberglanz zu erzielen, ohne die Außenhaut zu beschädigen. Nach 150 Arbeitstagen kann das Werk den Meister loben.